Hallo und recht herzlich willkommen zu den 59 Sekunden. Heute gibt es eine Sondersendung wieder, weil es ist etwas geschehen, wo ich halt, glaube ich, den ganzen Tag lachen musste schon. Eine junge Frau hat Eseln und diese Eseln hat sie in einem Stall und sie hat einen nackten Bauarbeiter dabei erwischt, wie er in den Stall gegangen ist, die Tiere schon angeleint hat und eines der Tiere auch schon mit einer Semmel gefüttert hat. Er ist dann geflüchtet. Hier ist sein aktuelles Foto, wie er dann über den Zaun gestiegen ist. Aber er wollte die Tiere nur streicheln. Und in einem Interview hat er dann später gemeint, es ist ein unglaublicher Kick, den er schon von seinen Vorfahren mitbekommen hat. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt auch einmal. Also ich ziehe mich jetzt auch aus. Ich fahre rauf, wir haben in der Nähe einen kleinen Bauernhof und gehe mal nackt Eseln füttern. Ich mache natürlich ein Instagram-Foto. Teile natürlich die Story. Ja, und wir sehen uns dann morgen. Vielleicht bin ich dann schon auf der Titelseite von der Kronenzeitung. Alles erdenklich Gute, bleibt uns treu. Wir sehen uns.